Hyperkalzämie, zu viel Kalzium im Blut und im Gewebe, hat fatale Auswirkungen auf jeden Einzelnen von uns. Wie sieht der genaue Stoffwechselablauf aus, wenn es um den Kalziumtransport im Körper geht? Wichtig zu wissen, was sollte man beachten, dass es nicht zu diesem negativen Fehltransport von Kalzium im Körper kommt. Kalzium muss in den Knochen, dort wird er gespeichert und verbaut, das muss ordnungsgemäß funktionieren, wie du es magst. Alles das nach dem Intro. Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Good Guy. Wenn ihr aktiv etwas für eure Gesundheit tun wollt oder abnehmen, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Hier bekommt ihr die richtigen Informationen, wie ihr das am besten macht. So, das heutige Thema ist Hyperkalzämie, also zu viel Kalzium im Blut. Einhergehend damit wahrscheinlich dann auch ein Magnesiummangel im menschlichen Körper, vielleicht zu wenig Vitamin D, K2, könnte alles dann noch sozusagen verstärkt hinzukommen, denn das Schlüsselproblem, wenn man zu viel Kalzium im Blut hat, ist eben ein fehlgeleiteter Kalziumtransport im menschlichen Körper. Kalzium muss in den Knochen rein, in den Speicher oder wird eben in der Knochendichte verbaut. Kalzium ist ein wichtiger Mineralstoff für den menschlichen Körper und somit auch für unzähligen Stoffwechselabläufen im menschlichen Körper beteiligt. Aber eben zu viel an Kalzium, vor allem in den falschen Körperregionen, das wäre jetzt im Blut und in anderen Weichteilengeweben, hat äußerst negative Auswirkungen auf den menschlichen Körper, äußerst fatale sogar. Kalzium muss dorthin, wo er gebraucht wird, in den Knochen, da wird er gespeichert für schlechte Zeiten und er wird in der Struktur des Knochens dann auch noch verbaut. Das ist ein wichtiger Baustoff für das menschliche Skelett und das sorgt auch für eine stärkere Knochendichte dort. Bei den Zähnen natürlich auch. Wenn es im Körper fehlgeleitet wird, dann bleibt es in der Blutbahn hängen oder im Gewebe und das sorgt dann für fatale Auswirkungen. Und Kalzium ist in unserer Ernährung eigentlich weitgehend sehr gut verteilt. Vor allem wenn man von Milchprodukten spricht und von Milch oder Milchprodukten oder auch von anderen Lebensmitteln, da ist relativ viel Kalzium drinnen. Wieder eine Infocard, wo Kalzium in der Nahrung enthalten ist. Mal kurz drüber schauen. Eigentlich sollte man da immer die verschiedensten Quellen täglich in der Ernährung haben. Sollte eigentlich kein Problem darstellen. Und jetzt können wir es uns aber mal kurz anschauen. Und obwohl wir genug davon in der Ernährung haben oder über die Ernährung beziehen können, ist eine Abnahme der Knochendichte schon eine Volkskrankheit geworden. Es geht dann bis hin zur Osteoporose. Und auf der anderen Seite, was auch schon eine Volkskrankheit ist, das sind die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Todesursache Nummer 1 in Österreich, in Deutschland, in jedem Industrieland. Und ein Hauptfaktor, vor allem wenn man sein Risiko ausrechnen will, ist eben Kalzium in der Blutbahn oder im Weichteilgewebe. Das heißt, Kalziumeinlagerungen, vor allem beim Gefäßsystem, ist eine der Hauptursachen natürlich, dass es dann in weiterer Folge, falls ich dann von der Gefäßinnenwand was ablöst, dass es zum Herzinfarkt kommt, dass Kapillargefäße verstopft werden etc. Wenn Kalzium verstärkt im Gefäßsystem vorhanden ist, ist es nicht nur negativ, das ist fatal auf Dauer natürlich. Und da können wir es uns ja mal anschauen. Die Einlagerung, also die Kalzifizierung der Gefäßinnenwände ist natürlich jetzt ein Hauptmarker, wenn es jetzt darum geht, das Risiko einzuschätzen für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder natürlich auch, weil jetzt Überstände jetzt dann schon über die Nieren ausgeschieden werden müssen, wie es aussieht in Zukunft natürlich mit etwaigen Nierenleiden. Da gibt es einen sogenannten Kalziumscan, den muss man leider selbst bezahlen, das ist ungefähr Kostenpunkt zwischen 100 und 150 Euro. Und da wird dann in den einzelnen Körperregionen die Kalziumablagerung gemessen. Und das ist der stärkste Indikator, der stellt die Cholesterin- und Blutuntersuchungen da weit in den Schatten. Denn je stärker du kalzifiziert bist, bei den Gefäßinnenwänden vor allem oder in gewissen Bereichen im Körper, bei den Organen, desto höher ist dein Risiko auf Folgeerkrankungen. Weil natürlich das Gefäßsystem dadurch behindert wird. Nährstofftransport, Hintransport, Abtransport, Mineralstoffe, Energiestoffe. Wenn das System nicht funktioniert, hat das natürlich fatale Auswirkungen. Das heißt, auf der einen Seite haben wir jetzt vor allem im zunehmenden Alter eine hohe Bevölkerungsgruppe mit einer geringen Knochendichte, mit Kalziumablagerungen im Gefäßsystem. Das ist natürlich eine schlimme Kombination. Kurz zum Riesen sollten wir uns jetzt einmal die Frage stellen, wir haben jetzt also genug Kalzium, vermutlich auch genug in der Ernährung, es ist aber nicht dort, wo es hingehört, vor allem gebraucht wird, im Knochen. Und jetzt schauen wir uns einmal an, was wäre jetzt wichtig zu wissen natürlich, ob man die Symptomatik hat, habe ich es oder habe ich es nicht, Prinzip wieder mal. Und deswegen schauen wir uns einmal die Symptome an. Und das wären die Symptome der Hyperkalzämie. Auf der mentalen Ebene wäre halt ein Schwächegefühl, verstärkte Müdigkeit, Verwirrtheit bis hin zur Depression. Natürlich auch schlechte Reflexe.
Denn Calcium ist im Körper für die Muskelkontraktion, also für das Zusammenziehen des Muskels zuständig. Magnesium wäre dann für die Muskelentspannung zuständig. Und das gilt für jeden Muskel im Körper. Und deswegen ist die Problematik bei zu viel Calcium im Blut und im Gewebe jetzt natürlich zum Beispiel auch bei Asthmatikern relevant, vor allem äußerst relevant, weil natürlich die Atemmuskulatur davon auch betroffen ist. Und die Symptome beim Herz-Kreislauf-System habe ich es ja schon erwähnt. Und das wären halt Gefäßverkalkungen, da kann es dann zu Herzrhythmusstörungen kommen. Durch die schlechte Durchblutung natürlich in der Peripherie, das heißt Taubheitsgefühle an den Fingerspitzen können entstehen, schlechte Sicht vielleicht auch noch. Da die Kapillargefäße natürlich dann auch mit zu viel Kalzium dann immer durch die Blutbahn dann tangiert werden und sie können sich ablagern und da kommt es dann natürlich gerade bei den kleinen Blutgefäßen immer zuerst zu proportional großen Beschädigungen. Und jetzt die wichtigste Frage natürlich, warum ist das jetzt so? Wir haben genug Kalzium, aber an der falschen Stelle. Und die Antwort liegt ja wie so oft im entsprechenden Stoffwechselablauf. Da müssen wir uns jetzt einmal genau anschauen, dann können wir schauen, wo das Problem liegt und da bietet sich dann schon die dementsprechende Lösung an. Also wie transportiert der Körper jetzt Kalzium und für den Kalziumtransport benötigt der Körper Kofaktoren, also Kalzium alleine reicht nicht. Schauen wir es uns jetzt einmal an. Kalziumtransport im menschlichen Körper. Und bei diesem Stoffwechselvorgang ist es natürlich jetzt entscheidend, dass alle beteiligten Stoffe ausreichend vorhanden sind. Und wenn man es jetzt sieht, so schön am Bild, man muss genügend Vitamin D haben. Und Vitamin D gibt das Signal an die Nebenschilddrüse. Und das sorgt dann dafür, dass Kalzium verstärkt aus dem Darm aufgenommen wird, also aus der Nahrung über den Darm aufgenommen wird. Sollte jetzt über die Nahrung zu wenig kommen, dann würde sozusagen der Körper es aus der Knochenreserve, aus dem Knochenspeicher rausziehen. Wenn der Knochenspeicher natürlich auch leer ist, wird es aus dem Knochen rausziehen. Das heißt, wenn du jetzt genügend Vitamin D hast, dann hast du es geschafft, dass du genug Kalzium aus der Nahrung oder aus dem Knochenspeicher oder aus dem Knochen selber jetzt einmal ins Blut bekommen hast. Jetzt hast du das Kalzium im Blut. Also der Status wäre jetzt, deine Gefäße könnten verkalken, wenn du es nicht mehr rausbekommst und deine Muskeln werden sich natürlich permanent zusammenziehen. Das heißt, du brauchst jetzt den zweiten Kofaktor, brauchst genügend Vitamin K2. Das wird im Darm aus Vitamin K1 gebildet. Das heißt, wenn man einen gesunden Magen-Darm-Trakt hat, sollte man bei relativ gesunder Ernährung genug davon bilden können. Und Magnesium braucht man auch als Kofaktor. Das sorgt jetzt dafür, dass Kalzium ordnungsgemäß jetzt aus der Blutbahn in den Knochen hinein transportiert und dort verbaut und eingespeichert wird. Magnesium als Gegenspieler von Kalzium sorgt jetzt noch dafür, dass sich deine Muskeln entspannen. Das heißt, wenn du jetzt nur Vitamin D nehmen würdest und hättest ein Darmproblem und hättest zu wenig Magnesium in der Ernährung, dann wäre das eine fatale Konstellation. Das heißt, eine Unsicherheit natürlich immer die Kofaktoren vielleicht auch noch separat einzunehmen, wenn man auf Nummer sicher gehen will. Video jetzt wieder wichtig in die Infocard, wo ist Magnesium in der Ernährung enthalten und vor allem, wo ist K1 in der Ernährung enthalten, dass der Körper K2 daraus bilden kann. Dass wir diese Stoffe jetzt für einen ordnungsgemäßen Kalziumtransport im Körper zur Verfügung stellen. Das heißt, in Kürze jetzt, was braucht der Mensch, dass der Kalziumtransport ordnungsgemäß funktioniert? Erstens, du brauchst genug Sonnenlicht, dass du Vitamin D bilden kannst. Dann brauchst du natürlich in der Ernährung gesunde Ballaststoffe und Fette, damit du genug Vitamin K1 bilden kannst, aus dem wird dann K2 gebildet, also in der Symptomatik. Drittens brauchst du natürlich genug Magnesium in der Ernährung und dann steht einem ordnungsgemäßen Kalziumtransport im menschlichen Körper nichts im Wege. Wenn man das aus irgendwelchen Gründen jetzt nicht zustande bringt, gibt es natürlich auch immer einen Plan B und das wäre in erster Linie beim Vitamin D dann ein Supplement, ist jetzt nicht wirklich die Welt, was es kostet. Vitamin K2 kann man auch supplementieren, es gibt auch ein Kombipräparat. Und beim dritten, da könnte ich vielleicht noch eher sagen, das wäre jetzt je nach Lebensstil, vielleicht sogar noch für weitaus mehr Menschen zu überlegen, das ist supplementieren, das wäre Magnesium natürlich, am besten als Zitrat. Da können wir es unten jetzt schön einblenden. Wann kommt es im Körper zu erhöhten Magnesiumbedarf, wann kommt es im Körper zu erhöhten Magnesiumausscheidung, das heißt, wenn man gerade sportlich aktiv ist, wird man es verstärkt ausscheiden. Bei anderen Symptomatiken braucht man verstärkt Magnesium und wenn man sich es vielleicht im Vitaminkalender von mir angeschaut hat, wenn man nicht genug Lebensmittel mit Magnesium drinnen hat, dann sieht es von der Seite halt drüber aus. Also wenn man jetzt sportlich sehr aktiv ist, wird man ein Supplement nicht umgehen können. Man kann sich seinen Kalziumstand im Blut natürlich auch schulmedizinisch untersuchen lassen und das ist einer der günstigsten Tests. Es kostet ein paar Euro, wenn überhaupt. So schaut das dann ungefähr aus.
Und von diesem Test, man sieht schön, man kann das Blut untersuchen lassen auf Kalzium, man kann jetzt einen Urin untersuchen auf Kalzium. Wenn jetzt natürlich verstärkt Kalzium im Urin ist, dann heißt es, das ist schon ein ziemliches Gefahrenpotenzial für spätere Nierenerkrankungen oder Nierenleiden. Beim Kalziumstand im Blut, der getestet wird, mit dem Arzt absprechen und man könnte von diesem mit dem Kalziumtest dann den Vitamin D3-Stand jetzt nicht wirklich genau errühren, wie hoch das Vitamin D3, die Konzentration ist, aber man kann zumindest von einem natürlich gesunden Kalziumstand dann ableiten, dass man zumindest nicht extrem mit Vitamin D unterversorgt ist. Ein Vitamin D3-Test wird ja wieder mal 20 Euro kosten, mit dem Kalziumtest kannst du jetzt zumindest einmal ausschließen, dass du im kompletten Vitamin D-Defizit bist, um wichtig zu wissen. So, ich hoffe, ich konnte euch zu dem Thema jetzt nützliche Tipps und Hinweise geben, wie man positiv darauf Einfluss nehmen kann. Zu Fragen zu diesen oder anderen Videos schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Über ein Like würde ich mich sehr freuen. Unterm Schluss wird das Allerwichtigste, bleibt oder werde gesund.